Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalsa. So, ich nehme jetzt quasi schon die Folge direkt nach der letzten auf und ja. Wir wollten einen DNA-Extractor machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Basic DNA Dictionary und dafür brauchen wir erstmal ein Buch. Buch. Wir haben kein Buch mehr? Okay. Alles kein Problem. Wir brauchen Leer. Und dann hier die Zellen ran, Cell of a Sheep. Und wir haben ein Basic DNA Dictionary. Können wir da lesen? Nö. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Hopper. Eins, zwei. Einmal so. Die Truhe und 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Und ich hatte mich natürlich nicht verzählt. Wie sollte es denn auch anders sein? Und wir haben den DNA-Extractor auch schon fertig. So, wenn wir jetzt mal hier die Zellen, die wir hier rausbekommen, da reinschmeißen. Ach du Kacke. Wie heizt der denn die Kohle durch? Kann ich wirklich nur wegen diesen vier Overclockern. Ich muss mal gucken, dass ich da noch... warte, na, Strom finde, dass das geht. Auf jeden Fall die erste Helix ist fertig. Hier ist ja voll Kackspinnen. Gut, ich gehe dann mal nach draußen. So, weg mit dir. Dann können wir wenigstens mal schlafen gehen, dass wieder Tag wird. Das Haus muss auch noch fertig gebaut werden. Ey, wir haben so viel zu tun, das ist unglaublich. So, jetzt haben wir hier das Helix 010BBB. Das ist auch ein sehr schönes, ne? Ich meine, kennt man ja heutzutage ja. Dann machen wir uns als nächstes den Decryptor. Da brauchen wir schon wieder ein Basic DNA. Ey, bla bla bla. Ja, aber es. Okay. Und wir haben schon wieder so eins bekommen. Dann machen wir jetzt schon mal hier das nächste fertig an Büchern. Dann schon mal ein Großformat, würde ich sagen. 13. Haben wir Leder. Hier ist 1. Ah, hier haben wir dann noch einiges an Leder. So, habe ich schon mal 13 Bücher. Das DNA-Buch da, der Dictionary, das wird noch ein paar Mal kommen. Und ich muss die Folge mal ganz kurz unterbrechen. So, da bin ich wieder. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Okay. Wir waren dabei, dass wir das Buch machen. Ender Chest. Ui. Danke. Schön. Machen wir dir auf jeden Fall mal ein kleines Dankeschön irgendwann.
So, das Basic DNA Dictionary. Dann brauchen wir Papier. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte es mir jetzt wieder komplett versaut. 2, 3, 4, 5, 6. 7 haben wir. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt im Decryptor machen können. Und zwar können wir im DNA Decryptor diese Gene untersuchen, diese Helix. Da schauen wir mal nach, was da drin steckt. Und was haben wir für ein Gen da drin? Es ist Wuli. Dann haben wir hier ich will mal was wissen. Na, ja, das geht echt nicht mehr. Wie kacke ist das denn? Wooly eat grass on basic gene. Wow. Ich will auf jeden Fall dieses Wooly gehen. Würde ich mir auf jeden Fall schon mal fertig machen. Das eat grass können wir irgendwann auch nochmal machen. Vielleicht auch schon direkt danach. Weil mit dem Wooly habe ich etwas ganz Besonderes vor. Doof und doof. Komm, verbannen wir mal den Organic Drop. Ich habe keine Ahnung, wo die SMP gerade ist. Mutter per Second oder was? Ja, wir können ja jetzt auf jeden Fall gerade mal so ein bisschen Kohle verheizen. Haben wir noch einiges auf Lager. Schon wieder Woody. Jetzt schmeißen wir auf jeden Fall da rein, machen wir gerade fertig. Den DNA-Splitter, den können wir auch neu machen. Was haben wir jetzt hier gefunden? Es hat der Awesome-Gewinn schlechthin. Und es ist Wooly on Eat Grass, yay! Wir könnten den DNA-Splitter schon mal gut vorbereiten. Man braucht wieder ein Buch. Die Zellen. Basic DNA, einen Diamanto und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stack 7. So, ich will gucken, dass man. Weißt du, was ich mache? Jetzt hier einfach schon direkt den nächsten Combustion Generator. Das ist, glaube ich, besser. Okay, zwei Öfen. Ja, auf jeden Fall soll ich schon mal so anbringen. Das ist schon mal sehr schön doschen. Und dann mal so. Können wir uns schon mal ein Stackchen. Und wir schmeißen noch ein. So, wenn wir jetzt hier dann den A-Splitter das reinlegen, können wir aussuchen, was wir für ein Gen haben wollen. Nehmen wir erstmal von den hier, da ist nur das Woody. Jetzt arbeitet er erstmal. Und dann sollten wir auch schon gleich
So, jetzt haben wir hier einen Organic Drop Reader und ein Gen-Woolie. So, dieses Gen müssen wir jetzt anreichern, und zwar im DNA-Breeder. Man hat es gerade schon ein bisschen gesehen. Bloß, wie man hier schon sieht, das geht so ein bisschen langsam auf die Kohle. Und wir haben schon so gut wie gar keine Zellen mehr. Ich würde sagen, das lagern wir dann einfach mal hier gerade zwischen. Nehmen wir uns den Scrapper, machen mal Tag. Und gehen nochmal rüber zu den Schafen. Ich würde auch gerne mal wissen, was hier Schweineföhren geben. Ich habe hier gerade eine Fledermaus gehört. Wo ist die Fledermaus? Bist du hier? GZ. Der hatte ja mal gar keine Chance. So, auf jeden Fall, wir gehen dann wieder hoch. Machen noch ein paar weitere Zellen fertig. Ja, komm, dann schmeiß mal hier nochmal was Erz nach, dann kann er auch schon mal wieder verarbeiten. Ich habe mir auch mal gerade, oder gesagt, was heißt gerade, heute in der Schule, habe ich mir auch schon mal so ein paar Gedanken gemacht, wie das sein soll, später beim Studieren. Und ich bin der Überlegung, ob ich später mal nach Österreich ziehen soll, weil ich habe erfahren, dass in Österreich keine Studiengebühren sind. Und ich finde, Österreich ist ein schönes Land. Okay, die Frauen haben zwar da Bärte. Ja, kleiner Witz am Rande. Ja, aber ich sag mal ernst, Österreich ist eigentlich ein schönes Land. Ist auch nicht so weit von Deutschland entfernt, das heißt, ich könnte immer mal wieder meine Freunde und Eltern besuchen. Erneut, GZ. Dann brauchen wir noch zwei Weizen. Und wir haben den DNA-Breeder auch schon. Das werde ich auf jeden Fall auch alles viel schöner hier aufbauen. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Na, hier war das drin. Und die gehen immer raus. Schmeißen das Woody da rein und wir haben sehen, das hat ein Reading State von 8. Was bedeutet das jetzt? Indem wir hier mal erstmal das hier noch da schmeißen, dass das erkannt wird. Und hier holen wir uns das Woody raus. Hier ist es schon wieder out auf Kohle. Das ist ja echt krass, wie schnell das weg ist. Holen uns dann hier das nächste raus. Wir wollen mal wieder Woody. So, jetzt haben wir hier zwei Woody-Gene. Wenn wir das so kombinieren, wird das erstmal gebrütet und irgendwann schlüpft ein Hühnchen raus. Ja. Hätten wir gerne. Jetzt kommt dann halt so ein Breeding-Set von 2. Aber auch nur, wenn wir das Gen kombinieren, was wir ja schon haben. Also wenn wir jetzt hier Woody mit Woody kombinieren, dann kriegen wir 2. Dann haben wir ja gesehen, dass es manchmal noch so ein sogenanntes Basic Gene gibt.
Das gibt dann 1 drauf, das ist so eine Niete. So, ich gehe jetzt schon wieder Kohle holen. Ist ja noch gut genug da. Tunnel liegt auch noch. Ich schmeiß noch einen halben Stack rein. Das wir die mal entdecken. Da haben wir gerade wieder das Basic Gene. Wir wollen aber das Woody haben. Wir brauchen dann noch auf jeden Fall gleich die Zentrifuge. Die ist dann wieder ein bisschen teurer. Da braucht eine Spritze. Und okay, 4 Spritzen. Aber dafür haben wir das jetzt schon fertig und ich würde sagen, wir machen dann mal hier die Zellen fertig für die Zentrifuge und Combiner brauchen wir natürlich auch noch. Also brauchen wir 8 plus 2 habe ich gesehen, also 10 Zellen. Ach du Kacke. Ich nehme nämlich mal hier die 24 Eisen, die werden wir bestimmt brauchen. Mach deine Bo schon mal fertig. Und dann hole ich mir mal die Glasflaschen, die ich hier überall rumfliegen habe. Unten waren da bestimmt auch noch Glasflaschen, oder? Als ob nicht. Hier den Kiefer. Wie die aufplatzen, das ist echt krass. Okay, Creeperkopf raus, Zombiekopf. Oh, noch wo. Eine Flasche, wird aber hier von Trank bekommen. Instant Health, immer wieder gut. Boah, der Hut ist ja echt schon nicht schlecht. So, wir brauchen dann noch für die Spitzen. Pfeile. Aber hier 3. Und hier der 4. So. Pfeil. Glasflaschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. So, jetzt ordnen wir die Spritzen an. Das Dictionary und wir haben die Zentrifuge. Komm, kurz mal nochmal ein paar Fritten da. Und ich wünsche euch Nährwert, die Fritten. Okay. Zentrifuge. Jetzt hier wieder Kohle rein. Das auflädt. So, hier, der Breeding State ist complete. So, das kommt jetzt nochmal da rein. Nee. Ich glaube wieder Kacke. Dann machen wir jetzt. Ja, danke Minecraft. Machen wir schon direkt dann Eat Grass. Weil wer will nicht jeden Tag Gras futtern? Eines der schönsten Essensarten, die es gibt. Jeden Tag so ein bisschen Gras knuspern. Nom 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 nom. Was haben wir bekommen? Woody und Eat Grass. Sehr schön. Und jetzt nochmal Eat Grass. Wie viel braucht Eat Grass? Auch 8. Ja, damit kann man leben. Also ihr seht schon mal, kommt schon einiges aus dem Mut raus. Also ich finde ihn echt interessant. Weil man hier sieht, es gibt, dass man keinen Falscher anträgt, dass man unendlich Milch hat, Speed, ja, Woody erkennt er schon, Gras ist auch schon, Jump, Water Breather, Destroy Blocks of Fireballs, Explode Yourself, also da ist schon einiges bei. Fliegen kann man dort auch, Wizards, Ender Health, Avoid Creepers, das würde ich mir echt gerne mal spritzen, Resistance, Night Vision,
Also da ist schon einiges bei. Ah, wir brauchen noch zwei Gen. Ja, schaffst du das? Schaffst du das? Ich glaub an dich. Das schaffst du. Er hat's geschafft. So, wir brauchen wieder ein DNA Dictionary. So, wir brauchen einen DNA Combiner und eine Spritze wieder. Das heißt, wir brauchen wieder eine Glasflasche und einen Pfeil. Aber da ich weiß, was wir noch brauchen werden, hole ich mir gleich zwei von beidem. Ich habe nicht den Iron Axe, okay. Gerade mal so raus auf der Reihe gesehen. So, so. Zwei Spritzen. Ein bisschen Iron nachholen. Braucht die perfekte Menge. Und zwar DNA Dictionary, Iron, Spritze, Zelle und Zelle. Und wir haben den DNA Combiner. So, den klatschen wir jetzt mal richtig billig da hinten dran und holen uns nochmal was Kohle. Weil dann könnten wir jetzt auch schon das erste Gen fertig machen. Und zwar, wenn wir jetzt hier nur die Spritze nehmen, machen wir einmal Rechtsklick und aua! Boah, das hat weh. Diese Spritze ist jetzt gefüllt mit Blut. Die schmeißt man dann in die Zentrifuge rein, die wird durchgearbeitet. Und wir haben eine zentrifugierte Spritze. Dann können wir dann hier im DNA-Combiner die Spritze reintun und dieses Wurde-Gen in das Blut einfügen. So, können wir jetzt aber noch nichts mitmachen, wenn ich richtig mache. Das muss nämlich nochmal zentrifugiert werden. Und wir haben eine neue Spritze. Und das geben wir uns jetzt einmal. Sag nein zu Drogen. Sag nein. Brav. So, und wir haben uns unser erstes Gen gespritzt. Das Woody-Gen. So, was kann man denn jetzt machen? Ich würde erst vorher noch gerne einen autonomes Activator bauen. Weil damit kann man das so richtig schön zeigen, was wir jetzt gemacht haben. Ist auch recht leicht zu bauen. Kommen wir auch hier dort. Hier brauchen wir was. Gras, ist klar. Glas brauchen wir. Erstmal die Truhe. Dann brauchen wir Zinngears. Okay, also noch drei Iron. 1, 2, 3, 4. So. Einmal Holz. Dann habe ich mal den Pisten. Wir brauchen dann einen Pneumatic Servo und die Tin Gears. So. Zinzin, Servo, Truhe und Pisten. Der Pneumatic Servo. Den klatschen wir dann mal hier hin. Und wir sagen Right-Click, not sneaking, einmal im Low. Und First Slot only. Was kann man hier? Hey, okay. Dann sneaken wir uns nochmal zwei Iron, machen eine Schere.
weil die geben wir dem jetzt. Und wir werden geschoren. Yep, wir geben ab sofort Wolle. Hallo, Wishu, ich gebe Wolle. Das klingt ja ganz und gar nicht komisch. Also ab sofort, wenn ich noch irgendwann mal Wollprobleme habe, dann weiß ich auch nicht. Und ich muss sagen, es gibt schon noch einiges an Wolle. Ja. Gut, dann würde ich sagen, was auch mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Oh mein Gott, war der schlecht. Alter Finne, war der schlecht. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch mal mit Sigurin vorbei, da gibt es auch weitere Videos mit der Wishu und der ihren Flachwitzen. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Minecraft Mozzarella habe. Und jetzt habe ich gerade komplett aus dem Konzept gehauen. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.